This is an interactive film where you make choices which alter the story. Throughout your viewing, there will be moments where choices will be presented at the bottom of the screen. You're just a puppet. To select one, just click using your mouse or trackpad. You're not in control. Do you understand? Mitentscheiden statt einfach zurücklehnen und zugucken, das verspricht die Zukunft des interaktiven Fernsehens. Netflix probiert das jetzt schon aus. Black Mirror Bandersnatch ist der nächste Versuch und vielleicht der Durchbruch fürs interaktive Fernsehen. In der Spezialfolge von Black Mirror versucht ein junger Programmierer ganz allein das Computerspiel Bandersnatch zu entwickeln. Wie im Computerspiel müssen auch die Zuschauer ständig eine Wahl treffen, um so zu einem der über 10 verschiedenen Enden zu gelangen. How about you decide what you want for your breakfast? Bandersnatch ist eine Hommage an Spielbücher wie Choose Your Own Adventure, in Deutschland bekannt unter dem Namen 1000 Gefahren, du entscheidest selbst. Auch wenn das den Rechteinhabern gar nicht gefiel und Netflix wegen einer Markenrechtsverletzung verklagt wurde. Die Black Mirror-Folge ist aber auch eine Parabel darüber, ob es so etwas wie einen freien Willen überhaupt gibt. No. Selbst entscheiden, wie die Handlung auf dem Bildschirm abläuft, ein auf den ersten Blick einfaches Konzept. Who's doing this to me? Doch um zu verstehen, wie revolutionär Bandersnatch ist, reicht ein Blick in die Geschichte des interaktiven Fernsehens. Denn wenn im Fernsehen Zuschauer zum Mitmachen aufgefordert werden, dann ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Und jetzt können Sie etwas Tolles bei uns gewinnen. Abstimmungen per Telefon oder Gewinnspiele, so sahen die interaktiven Möglichkeiten bislang aus. Meine Damen und Herren, Sie sind heute dazu aufgerufen, Schöffen bei einem deutschen Gericht zu sein. Einfluss auf die Handlung ist noch die absolute Ausnahme, wie zum Beispiel 2016 im ARD-Film Terror. Die Zuschauer konnten nach der gespielten Gerichtsverhandlung per App oder Telefon das Urteil bestimmen. Wie lautet Ihr Urteil? Sie können telefonisch abstimmen. Eine Nummer größer war You Are President von Galileo. Kommst du über den You Are President-Button direkt zum Voting und kannst Entscheidungen des wohl mächtigsten Menschen der Welt treffen. Hier sollten die Zuschauer gleich als US-Präsident über das Schicksal der Welt entscheiden. Vom Krieg bis zur Weltwirtschaftskrise war alles möglich. Klingt alles ziemlich übel. Triff jetzt deine Entscheidung. Doch diese Art des Fernsehens hat auch seine Tücken. In der Show Quizduell um die gleichnamige App sollten die Zuschauer Fragen erraten gegen ein Team im Studio. Doch die Premiere in der ARD ging 2014 gründlich schief. Die Server waren überlastet, der Moderator Jörg Pilawa musste kurzerhand mit dem Studiopublikum spielen. Bevor es Apps gab, war interaktives Fernsehen noch umständlicher. Der spanische Fernsehsender Televisión Española bot 1993 ein Zusatzgerät dafür an, Telepic. Dadurch konnten die Zuschauer Zusatzinfos abrufen oder an Umfragen teilnehmen. Das Gerät war aber ein Flop. Weniger Spanier kauften Telepic als erhofft. Vielleicht lag es auch am Preis. Telepic kostete damals 22.000 Peseten, umgerechnet fast 250 Euro. Finde es heraus. Dass es interaktive Fernsehinhalte nicht häufiger gibt, hat einen einfachen Grund. Interaktivität ist sehr aufwendig, auch im Zeitalter von Apps. Triff jetzt deine erste Entscheidung. Die Konsequenzen jeder Entscheidung müssen im Vorfeld produziert werden. Du hast dich für eine Verschärfung der Waffengesetze ausgesprochen. Dann müssen die Entscheidungen der Zuschauer abgewartet werden. Und schließlich richtet sich das Ergebnis immer danach, was die Mehrheit der Zuschauer will. Ein persönliches, interaktives Erlebnis gibt es im linearen Fernsehen nicht. Streaming-Dienste sind da im Vorteil. Beispiel Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode ist ursprünglich ein Adventure von Telltale Games, das wiederum auf dem Spiel von Mojang basiert. Statt Open World entspricht der Minecraft Story Mode aber dem üblichen Telltale-Spielprinzip. Entweder oder Entscheidungen treffen, Dialogbäume abarbeiten, Quicktime-Events überstehen.
Was für Videospiele recht eingeschränkt ist, bietet sich für interaktives Fernsehen geradezu an. Jeder Zuschauer bekommt so seine persönlichen Entscheidungen zu sehen und das auch noch nahezu ohne Verzögerung. Which one we doing? Try to get superpowers! Zwar müssen auch hier alle möglichen Alternativen vorher schon produziert werden, aber nichts fällt weg. Die Zuschauer können sich die Episoden auch noch einmal anschauen und sich diesmal anders entscheiden. Well, hello there! Wait a minute. We're thinking about this all wrong. Doch dieses Telltale-Prinzip hat sich in der Videospielwelt bereits abgenutzt. So wird die Entscheidungsfreiheit oft nur vorgetäuscht. Wie sich die Spieler auch entscheiden, die Story verläuft oft gleich. You've gone too far, Lord Ramsay. So müssen Spielfiguren sterben, ganz egal, wie sich die Spieler verhalten. Aren't you the bold Lord? In Bandersnatch dagegen verläuft die Story völlig anders, je nachdem, wie man sich entscheidet und sogar je nachdem, ob die Geschichte zum ersten oder zum zweiten Mal angeschaut wird. We've met before. Die Zuschauer arbeiten keinen simplen Entscheidungsbaum ab, Bandersnatch führt sie eher in ein Labyrinth. I should try again. Gut 5 Stunden Filmmaterial wurden produziert und das für eine nur 90 Minuten lange Folge. Das kann sich Bandersnatch auch deswegen leisten, weil es eine abgeschlossene Episode ist. Für weitere Folgen oder gar eine ganze Staffel wäre der Aufwand wohl zu groß, zumindest noch. You're not in control. All right, let's build the creeper. Auch deswegen sind bei Minecraft Story Mode die meisten Entscheidungen eher optischer Natur. Why don't I just leave and let you guys hash this out? Trotzdem gibt es die ein oder andere Entscheidung, die auch die Geschichte beeinflusst, wenn auch nicht ganz so radikal wie in Bandersnatch. You're not going anywhere. But Jesse. That's enough. We're all on the same team now. He's staying. Doch wie es weitergeht und ob es eine zweite Minecraft-Staffel geben wird, ist bislang ungewiss. Denn Ende September gab es schlechte Nachrichten von Telltale Games, dem Entwicklerstudio hinter Minecraft Story Mode. Der Entwickler Telltale Games muss schließen. Sorry, mate. Wrong path. Findet auf Netflix also die interaktive Zukunft statt? Nicht ganz. Denn neben Black Mirror Bandersnatch und Minecraft Story Mode gibt es dort bislang nur 2 weitere interaktive Inhalte. Und die richten sich vor allem an Kinder. Sorry. Unfortunately, the interactive features of this film can't be displayed on this device. Außerdem kann bislang noch nicht jeder Smart TV diese Inhalte abspielen. Just press play on a newer Smart TV, mobile device, laptop, game console or other compatible gadget and you'll be on your way immediately. Und selbst wenn, die Interaktionsmöglichkeiten sind noch eher eingeschränkt. Kompliziertere Aktionen wie Quicktime Events sind noch Zukunftsmusik. Ob sich interaktives Fernsehen durchsetzt oder doch nur eine Spielerei bleibt, muss sich noch zeigen. Das hängt auch von euch, den Zuschauern, ab. Ihr müsst euch auf jeden Fall jetzt entscheiden, lasst ihr uns ein Abo da, besucht ihr unsere Website oder schaut ihr euch noch ein weiteres Video von uns an.